Los geht es nun auf dem großen Rückweg. Oh je, das Ressourcepack jetzt hier war schon ganz schön grisselig. Also eigentlich ist dieses Ressourcepack 2000 Legions ganz groß in meiner Gunst. Das sieht eigentlich allgemein recht gut aus, aber hier das Gras ist sehr grisselig. Das gefällt mir nicht so. Hier der Kies auch. Muss ich nochmal überlegen. Ja, ich muss auf jeden Fall nach Süden. Lass mich diesmal nicht von so Höhlen ablenken. Und komme hoffentlich irgendwann in ein Gebiet, das ich kenne, wo ein Portal steht, damit ich nicht den ganzen Weg laufen muss. Auf jeden Fall, gen Süden ist irgendwo die Heimat. Ja. Ist denn was? Warte mal, also was müsste denn kommen? Das ist ein 17er Gebiet, das erkenne ich an dem, Tempel, an dem Unterwassertempel. Und dann also ein 16er Gebiet, das erkenne ich an dem Dschungel. Da könnte ich ja vielleicht sogar das Exilshaus finden, wenn ich Glück habe. Und da ist ein ziemlich großer Berg. Das ist ein 1,18er Berg, würde ich sagen. Wow! Das ist ein 1,18er Berg. Eieiei, muss ich da drüber? Oh, aber ich darf mich nicht beschweren. Ich freue mich ja, dass ich so tolle, coole Berge. Wobei, der ist ja noch gar nicht so riesig. Ich meine, der geht ja noch. Ja, und vor allem kann ich einfach rechts vorbeilaufen. Also in 1,18 sind deutlich größere Berge, habe ich mir sagen lassen. Da kann ich ja mal eben hier. Einfach rechts vorbei. Ha! Ist ja nicht so schwer. Ja, habe ich eigentlich ein Boot dabei? Warte ich gar nicht. So, ich möchte auf jeden Fall in dieser Folge. Das ist der nächste Berg. Uiuiui. Ich möchte auf jeden Fall in dieser Folge die Küchenwende endlich machen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall zu Hause ankommen. Egal wie lang es dauert. Ich werde die Küchenwende machen. Außer mir geht dann der Sandstein aus. Dann mache ich sie doch nicht mehr. Aber es ist mein Ziel. Küchenwende in der Folge. In der Hoffnung, dass mir nicht zu viele 1,18er Berge im Weg sind und dass ich schnell. Uiuiui. Und dass ich schnell ein Portal finde. Es wird Nacht. Aber ich hatte doch ein Bett jetzt mit dabei, oder? Ja. So. Dann gehe ich gleich nämlich erstmal hier schön oben auf dem Berg schlafen. Ja, die Sterne gehen auf. Dann kann ich jetzt schlafen. So, gute Nacht. War das da? Ist es das Smaragd? An der Oberfläche? Naja, den kann ich ja nicht einfach da lassen. So ein Smaragd lässt man nicht liegen. Nee, nee, nee. Also wirklich. Ja, das muss neu sein. Was ist das da? Ist das eine Tropfsteinhöhle? Eine Tropfsteinhöhle, wie cool. Wow. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich will auch zurück nach Hause. Oh, sieht das toll hier aus. Vielleicht mal eben die Koordinaten merken. Ja. So, toll, eine Tropfsteinhöhle. Aber ich will eine Küche bauen. Also. Küchenwände, das ist ja noch nicht mal so spektakulär. Wenn ich sagen würde, die Kücheneinrichtung, dann könnte ich mal eben zu irgendeinem schönen Möbelmarkt fahren und einkaufen, aber nee, 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 nee. Ich muss hier weiter. Also ich bin auf jeden Fall definitiv noch in der 1,18. Ich laufe doch in die richtige Richtung, oder? Ja, ich muss nach Süden. Mein Tunnel im Netherfluss läuft gen Norden, also ist der Rückweg immer gen Süden. Und ist ein Sumpf. Ja, man erinnert sich, wie ich zu Beginn von Ascalon Resurrection verzweifelt einen Sumpf suchte. Da ist er. Oh, ist das hier tief. Oh, je. Ich glaube, das Ressourcepack wird es doch nicht. Man sieht hier ja auch bei den Stalagmiten, dass sie so grisselig sind. Das ist ja gar nicht schön. Schade, 2000 Leagues. Schade. Ja, das heißt, morgen geht die Suche nach einem Ressourcepack weiter, aber heute bleibt 2000 Leagues drinne. Sehr schade. Ansonsten gefällt es mir generell sehr gut. Es hat schöne Einzeltext. Wow, hier ist eine Strömung im Sumpf. Wow. Es hat schöne Einzeltexturen und. Oieieiei. Was ist denn hier los? Ein Sumpf mit Strömung. Also hier Holz sieht zum Beispiel ganz toll aus und es ist auch alles recht simpel gehalten, nicht so übertrieben. Nur die grisseligen Sachen sind halt nervig. Ja, ich hoffe ja, ich laufe noch nach Süden. Ich laufe doch noch nach Süden, oder? Ja. Okay, die grisseligen Sachen sind halt ein bisschen nervig. Ja, auch der Kabeljau sieht doch nett aus. Mit den Zitronenscheiben drauf. Naja. Ich laufe jetzt mal schön durch. Wow. Das sieht toll aus da unten. Ich will eine Küche bauen. Ich will eine Küche bauen. Ich will eine Küche bauen. So, also. Das Herrenhaus braucht nämlich auch gutes Essen.
Und ich habe da eine recht gute Küche geplant für Gäste, die ich vielleicht mal dort empfange. So, also geht es immer weiter gen Süden. In der Hoffnung, was zu finden, was ich kenne. Aber den Sumpf hier kenne ich nicht. Wobei, warte mal kurz. Sind die Sumpfeichen jetzt hier an Land? Die ist aber auch neu. Dann ist hier ein schöner Fluss. Okay. Also ich bin auf jeden Fall noch immer ins 18er Gebiet, weil das ist hier auf jeden Fall definitiv alles neu. Vielleicht laufe ich auch rechts oder links an meinem 17er Gebiet vorbei. Oh, guckt euch mal den Berg dahin an. Wow. Uiuiui. Und hier ist eine Squid-Armee. Habe ich ein Boot dabei? Wieso habe ich kein Boot dabei? Was ist das denn wieder für ein Pfusch? Nehmen wir mal schnell ein Boot. So, einmal bitte ein Boot. Da, danke schön. So, und dann geht's hier im Boot weiter. Was ein Berg da drüben. Ja, die 1,18. So. Oh, das sieht auch hier. Oh, ich schwimme hier über eine Schlucht drüber. Oh, wow. Okay. So, dann. Ich meine, wäre natürlich schön, wenn der Fluss jetzt einfach straight to. Was auch immer führt. Wo wollen wir überhaupt hin? Ins Schweineland, ja. Ich meine, wie heißt denn der Kanal, der nach noch nicht führt? Da gibt es auch so einen Kanal. Kadi-Kanal? Kadi-Kanal? Weiß ich nicht. Die haben dann den Kanal gemacht. So. Wow! Guckt mal da unten rein. Nee, ich darf mich nicht ablenken lassen. So. Okay. Hier geht's also über so eine Steppe. Schön. Und mit dem grisseligen Gras. Grisseliges Gras, grisseliges Gras, grisseliges Gras. So. Aber da der Rückweg ja wahrscheinlich doch recht lange wird, würde ich sagen, oh, Bienen, würde ich sagen, mache ich das ab jetzt einfach mal im Speed. Von wegen Speed. Das ist ein Tempel, den ich mir jetzt mal anschauen muss. Und das könnte eventuell der Dschungel von der 1,16 sein. Aber erstmal muss ich mir hier diesen Tempel anschauen. Ah. Renn denn, so einen schwimmenden Tempel zu finden, damit. Jetzt nicht vorbeischippern. Da geht's rein. Und der ist ein Creeper. Okay, den. Hab ich schon wieder keine Pferde dabei? Gut, dann. Meinetwegen explodiert auch hier. Komm. Wow! Der hat aber ganz schön Durchschlagskraft gehabt. So. Naja, wenn hier schon so starke Creeper sind. Dann leite ich am besten mal ein bisschen aus hier. So. Hier ist auch irgendwo eine Falle. Ah! Ich dachte, ich kann die Falle deaktivieren. Ah, aber danke, dann kann ich mir Pfeile holen. Naja, so viele sind hier nicht. Ja, du bekommst Samen. So, und? Gold. Und ein Eisenbarren. Ey, ich wollte mir die gerade holen, die Pfeile. So. Okay, war ja nicht so erfolgreich jetzt. Daher gehe ich direkt wieder. Ach, hier geht's noch hoch. Hier ist aber nichts. Nee, dann gehe ich direkt wieder in den Speed über.
Jetzt bin ich endlich wieder hier angekommen und kaum bin ich hier, fängt es natürlich direkt an zu regnen. Das ist so typisch. Ja, ich will jetzt auch ganz schnell, die Folge geht ja jetzt schon lange genug, fange ich eigentlich ganz schnell jetzt auch nur hier die Wände machen und am besten dann drüben beim Kuhstall auch noch einen Fortschritt erzielen. So, und jetzt brauche ich nämlich nicht den glatten, erst den geschnittenen Sandstein für diese Schicht. Und dann kommt nämlich der geschnittene, nee, jetzt, das ist der geschnittene, jetzt kommt der glatte für die Schicht darüber. In dem Ressourcenpack sieht man da leider fast keinen Unterschied. Leider. Ja. Das war ja dann noch ein langer Rückweg, den ich wahrscheinlich in 16-facher Geschwindigkeit dann zeigen werde. So, jetzt muss ich hier mich wieder konzentrieren. Hier kann man hin. Ach, wie hier. Passt ja. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich durch Kanalraupes Sumpf gelaufen bin. Allerdings, aber ist das richtig? Fichte? Ist das hier drüben auch Fichte? Müsste. Aber jetzt muss ich das wieder abbauen, um erstmal hochzukommen. Und auch die Steppe hatte ich gehofft, das wäre die von Kanalraupe und ich würde Kanalraupes Basis finden. Aber sie ist leider nicht gekommen. Zum Glück kam dann die Sandfarmregion. Die Sandfarmregion, die habe ich dann schnell wiedererkannt. So, ja, und hier sieht man jetzt auch schon, wie die Wände in der Küche sein werden, nämlich recht steril mit geschnittenem und glatten Sandstein. Muss ich mal überlegen, hier, das müssten jetzt drei in die Richtung. Eins, zwei, drei. Und dann wieder Fichte da drüber. So, eins, zwei, drei. Und dann wieder erst der geschnittene, dann der glatte. Eins, zwei, drei und dann der glatte. Der ist oben dann. Ja, und so sieht dann so eine Wand mal im Ganzen aus. Ja, hier kommt dann, ich mache jetzt einfach mal, dann habe ich mal wieder kein Kobbel dabei als Dämmmaterial. Aber, ja, aber warte mal, ich habe doch hier vorne eine Kiste. Ah, hier regnet es nicht. Hier ist schon alles fertig, nämlich. Hier regnet es wieder. Ich habe ja hier vorne eine Kiste mit Kabel. Ich hole mir mal gerade Kabel einfach nur als Dämmmaterial. Erde ist ja geradezu wertvoll. Erde nutze ich ja hinten, wo das Ufer noch aufgeschüttet wird. Und Kano hat inzwischen auch einmal mitgeholfen, im TNT-Testgelände Erde zu farmen. Und es ist immer noch nicht genug Erde für die Küste. Aber die Küste ist ja eine Off-Aufgabe. So, also. Ja, die Wand, wenn man die links erweitert, da weiß ich noch nicht, wie ich die links erweitere, da wird nämlich auch wieder ein Vorratsraum hinkommen. Also ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal, also hier kommt auf jeden Fall, und dann kann ich da auch direkt, ich meine, da wird definitiv nichts hinkommen. So, und dann hier nämlich auch 1, 2, 3, 4, das kann alles hier erstmal schön vorgezogen werden. Also ich glaube nicht, dass, ich meine, kann natürlich sein, dass die Wand von der Seite dann zu sehen sein wird, aber dann kann man das immer noch wieder abreißen. Man weiß ja, Kabel ist dann das Dämmmaterial. Kabel finde ich in dem Ressourcepack eigentlich auch sehr schön. Ja, ich wollte heute Joliekraft als Ressourcepack ausprobieren, aber Joliekraft hatte Probleme mit dem Download. Sagen, ich habe es schon mal versucht. Da hieß auch die ganze Zeit, Download funktioniert nicht. Irgendwann habe ich gesehen, ist es doch im Download-Ordner. Und wenn man das sind vier in die Richtung. Und dann war es allerdings plötzlich für die falsche Version. Jetzt habe ich es wieder versucht. Und ja, diesmal habe ich aber auch nichts im Download-Ordner gefunden. Also bleibe ich jetzt erstmal hier. Ich meine, das ist ja wirklich ein schönes Ressourcenpack. Nur das Grisseln da in meinem Gras stört mich halt. Das ist ja der Grund, warum ich es jetzt nicht dauerhaft einsetzen möchte. Mann, dass ich den Schnee und den glatten Sandstein hier nicht so gut auseinanderhalten kann, das ist ja schon ein bisschen nervig. So. Gut, da dann wieder. Ach, ist schon ein Stück Dämmmaterial weg. Wie schnell das geht. Also, komme ich noch einmal nach ganz oben? Wahrscheinlich nicht, oder? Reicht es noch? Gerade so. Gut, dann hole ich mal direkt den nächsten Stack an Dämmmaterial. Vielleicht auch direkt mal zwei. Autsch! Ja. Gut, dass ich hierhin genug Kabel habe. Ja, in der nächsten Folge muss ich auch mal die Vertikalmine zeigen, in der ich ja eigentlich Kabel farme, den ich zu. Also, alles, das ist ja auch eine Off-Aufgabe,
Den Kabel mache ich dann zu Cleanstones und den bekommen dann meine Villager hinten und ich bekomme dafür Smaragde. Ja, die konnte ich ja jetzt nach unten vergrößern aufgrund der 1.18. Und ja gut, nur ist da halt relativ wenig Kobble, sondern eher viel Schiefer. Nein, mir natürlich schönes Lager, falls ich mal irgendwann Schiefer brauche. Und jetzt letztens habe ich da sogar einfach so random eine Tonader entdeckt. Das ist doch mal toll. Ton. Ton. Also wirklich so. Einfach so Ton. Ton kann man immer gebrauchen. Hier, wie lange ich hier für den Ton. Hier unten ist ja Ton. Wie lange ich hier für den Ton gesucht habe und jetzt findet man ihn einfach so im Untergrund. Das ist doch mal geil. Ich kann immer noch nicht. Komm schon, die Sonne geht unter, ich sehe es. Sonne geht unter, das sehe ich ganz genau. Na bitte. So, dann geht der Vorratsraum hier vier weiter. Also, eins, zwei, drei, vier und es regnet endlich nicht mehr. So, das heißt, da kommt dann wieder eine Schicht Bretter oben drauf. Eins, zwei, drei, vier. Und darauf dann wieder erster geschnittene. Eins, zwei, drei, vier und dann der glatte. So. So, noch eins höher? Nee. Und dann müsste ich hier eine Schicht, weil hier nämlich der Vorratsraum endet, mache ich hier mal eine Schicht. So. Und dann geht nämlich der Vorratsraum in die Richtung weiter. Ja, genau, so wie gewohnt halt. Also, ach, da sind ja noch Fichtenholzbretter. So. Er ist wieder geschnitten. Und dann wieder glatt. So, und da die Folge sowieso schon so lang ist, mache ich den Rest der Wände von der Küche jetzt auch mal im Speed. Und da sind die Küchenwände fertig. Eigentlich sollte ich das auch nochmal mit Schälern jetzt angucken. Ja, sieht auch ganz nett aus. Also die Wände an sich. Ich denke mal, nächste Folge kommt hoffentlich der Boden rein. Dafür brauche ich Sand, Kies und Wasser, denn der Best und Farbstoffe. Ja, was haben wir hier? Ja, hier ist dann noch Platz. Hier kommt wahrscheinlich wieder eine kleine Toilette hin, wie wir das ja schon gewohnt sind. Die Sonne geht unter. Möchte jetzt allerdings dann auch noch mal zum Kuhstall. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, für die Folge habe ich mir zu viel vorgenommen. Aber zum Kuhstall will ich jetzt auch noch mal und dafür mache ich mal den Shader aus, damit es nicht so ruckelt. Es ist ja schon wieder Nacht, da kann ich ja gleich wieder umdrehen und schlafen gehen. Ach Mann. Also einmal schnell ins Bett gehen. Ja, natürlich, die Sonne ist ja gerade untergegangen. Und Shader ausstellen dauert aus rätselhaften Gründen immer so lange. Dabei sollte man auch denken, dass das Shader ausstellen schnell geht. Aber nein, das ist leider nicht so. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zum Kuhstall. Da wird ein bisschen weiter aufgehübscht. Eigentlich wäre zwar jetzt der Außenbereich dran mit dem Pottsohl, weil ich eigentlich von der Reise, die Strohballen, ja. Eigentlich wäre ja jetzt der Außenbereich dran. Mit Pozzol, ich hatte auch schon mit Kanu geredet, der hätte eventuell Pozzol. Wir sind allerdings noch nicht dazu gekommen, einen Kaufvertrag abzuschließen. Ich dachte gerade, das wäre eine Truhe und da wäre eventuell schon Pozzol drin. Nee, aber wie man sieht hier schön, da craftet gerade jemand eine Eisenspitzhacke. Ja, gut, dann wollen wir mal schnell rübergehen und den Kuhstall noch ein bisschen aufhübschen. Da sehen wir auch schon. Beim Kuhstall und als allererstes sollte ich mir vielleicht auch die Materialien aus der Kiste holen. Zum Beispiel hätte ich hier gerne einmal eine Laterne, die hier, hier ist die Tür, dann hier so runterhängt. Sehr schön.
Dann möchte ich die in Kuhstall noch weiter aufhübschen mit Knöpfen, Truhen, Fässern und da ist das Inventar voll. Dann mache ich das noch weg. So, und zwar mache ich mal zwei Knöpfe hier unten hin und dann möchte ich da mal ein Fass hinmachen. So, dann auch noch Truhen. Wo sind die jetzt? Da. Truhen stelle ich einmal eine Truhe da drauf, eine daneben. Hier vorne kann man einen Schleifstein hin. So. Dann kann ich hier auch Sachen reparieren und entzaubern. So viel erstmal von außen. Wie gesagt, der Außenbereich hier, der kommt dann, nachdem ich mit Kanu getradet habe. Da bei mir in der Realität jetzt Weihnachten vor der Tür steht, könnte es auch sein, dass die nächste Folge jetzt nach Weihnachten auf. Ach, ich werde noch nicht. Nee, dann werde ich einmal hier jetzt hochgehen und auch hier oben muss ich mal Schnee schaufeln. So, erstmal Schnee schaufeln. So, ist das Inventar natürlich wieder voll. Guck mal kurz, ob ich noch was ablegen kann. So. Ich meine hier den Sandstein. Ich glaube, für den Boden brauche ich jetzt den Sandstein ja eh nicht mehr. So, dann wieder hochklettern. So, dann erstmal den Schnee auch aufsammeln. Ja, da unten ist irgendwo eine Kuh. Da muss ich aufpassen. Hier kann man jetzt nämlich runterfallen. Aber das ändert sich, wenn das hier oben jetzt mal ein bisschen fertig ist. So, und jetzt wird nämlich hier oben mal der Heuboden eingerichtet. Mal gucken, wo ist denn jetzt. Ey, ich dachte, ich hätte das weiter runtergetan. So. Okay, dann würde ich sagen. Hier ein bisschen Heu, hier Heu, hier. Oh, siehst du, da muss man hier nämlich aufpassen. So, dann hier und hier. Hier stelle ich das ja mal so hin. Dann so, so. Und dann habe ich hier nämlich, damit das nach dem Heu auch aussieht, ein gelbes Bett. Also, war natürlich nicht meine Idee, ist ja aus dem Original von Crocodile Andy, wie ich schon gesagt habe. So, und jetzt gucke ich mal kurz auf die, in die andere Seite. Das Heu, ach, ich dachte schon, das wären wir schon alle. So, also hier kommt dann auch noch Heu hin und hier und hier mache ich noch eins hin und dann so, hier ist es bis ganz nach oben gestapelt. So, und dann hier auch. Natürlich sind hier auch noch andere Sachen. Wo sind jetzt die Fässer wieder? Fässer da. Fässer und Truhen gibt es hier auch. So, und zwar kommt hier ein Fass hin. Ne, das wollte ich aufrecht stellen. So, jetzt habe ich tatsächlich geschafft, dass die Festplatte vollgelaufen ist. Ja, ich habe jetzt einmal den Papierkorb geleert und dann muss ich die ganzen ungeschnittenen Aufnahmen vielleicht mal auf einer anderen Festplatte speichern, denn die verbrauchen echt viel Platz. So, ja, und die Folge hier wird auch echt viel zu lang. Viel länger als geplant. Jetzt schneit es auch noch. Auch das noch. Nee, mir fehlt jetzt nur noch Lagerfeuer. Ich hoffe, das sind genug Lagerfeuer. Denn die werden jetzt noch den restlichen Boden dann so und direkt löschen wir, damit der Heuboden nicht abfackelt. Ja. Weiß gar nicht, kann das Feuer vom Lagerfeuer überlaufen? So. Überall schön löschen, löschen. Oh Mann, jetzt. Oh, meine Kleidung wird nachher so nach Ruß stinken. Vor allem, ich laufe hier so durch den Rauch. Hoffentlich bekomme ich keine Kohlenmonoxidvergiftung. So, hier noch. Und dann hier. Alles schön ausmachen. Und hier. Alles schön löschen. Dann habe ich hier nämlich einerseits eine schöne Heuboden-Optik. Andererseits kann ich von unten, jetzt kommt nämlich runter, nämlich einfach mal zwei von denen hier entfernen. Und stattdessen, wo haben wir es denn? Ne, die Laternen wollte ich da noch aufhängen. So, nein. Hoffentlich kann ich das jetzt hier. Kommt schon. Dankeschön. Ich sagte die Laternen. So, so, noch zwei Laternen. Okay, jetzt sind die natürlich. Na, schlägt man sich nicht den Kopf dran. Okay. So.
Ja, dann wäre damit der Kuhstall von innen fertig, auch wenn die Kuh noch recht einsam ist hier und hier draußen schneit es. In der Ferne sieht man das 1,18er Haus. Wir sind jetzt endlich auch in der 1,18 und die Folge geht viel zu lange schon und deswegen sage ich jetzt Arrivederci, over and out.